Morgen am 14. Februar, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist Valentinstag. Und das ist ja bekanntlich der Tag, wo man sich als Zeichen der Freundschaft Blumen schenkt. Der Blumenecke in ihrem Gobladen ist auf das Ereignis bestens vorbereitet und hat für sie eine farbenprächtige Auswahl an Frühlingsblumen parat. Damit man sich jetzt auch möglichst lang an so schönen Blumen kann erfreuen kann, sollte man sie natürlich auch entsprechend pflegen. Bei den Nägeln, bei den bunten Sträußen und auch bei den Rosen tut man vor dem Einstellen einen Schrägschnitt machen, möglichst mit einem Messer, das hält, damit die Saftbahnen nicht verquetscht werden. Bei den Blumen mit weichem Stiel, wie bei den Tulpen, kann man auch mit einer Schere anschneiden. Bei dem holzigen Stiel, da tut man nach dem Schrägschnitt mit der Baumschere dann noch zusätzlich 3 bis 4 Längsschnitte machen, damit die Blume das Wasser optimal aufsaugen kann. Apropos Wasser. Nicht alle Blumen brauchen gleich viel. Tulpen zum Beispiel ganz wenig, wohingegen die Rose mit dem Stiel bis über die Mitte aus sollte im Wasser stehen. Und jetzt habe ich Ihnen noch einen Tipp. Vergessen Sie beim Einstellen auch nicht Gob-Schnittblumennahrung. Mit dem bleiben nämlich Blumen viel länger frisch. Sie müssen das Wasser nicht wechseln, sondern immer noch wieder nachfüllen. Wenn man mal keine Lust oder keine Zeit hat zum gross kochen, empfiehlt sich eins der vielfältigen Fertiggerichte oder Fertigprodukte aus dem grossen Gob-Sortiment. Zum Beispiel Kraft Miracoli Spaghetti à la Napolitaine oder Knollis Hotpot, die abwechslungsreichen Schnellgerichte. Schlemmerfilet à la Bordelaise von Findus oder einen von den fixfertigen Hirz-Traiteursalat. Tigerdelli cremt Kässcheiben zum Überschmelzen von Fleisch, Gemüse usw. Oder die Midi-Brotherdöpfel, die sich auch für Gratin eignet. Noch bequemer ist man natürlich in einem der gemütlichen Coop-Restaurants. Die Spezialität, die Sie diese Woche ausprobieren können, ist Chicken King. Das ist geschnetzeltes Bullefleisch an einer köstlichen Sauce mit Reis. Sie wissen ja, textstarke Kinderkleider kommen Sie nur bei Coop über. Und nur in Ihrem Coop-Center oder Coop-Warenhaus gibt es jetzt textstarke Jeans, Sweatshirts und Jacken zu einmalig günstigen Preisen. So, und jetzt schalten wir noch um mit Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Brüsseler oder Chicorée ist uns alle als Salat bekannt. Er eignet sich aber auch sehr gut für ein schmackhaftes Gemüsegericht. Hier ein Vorschlag. Der Brüsseler waschen und der Länge nach halbieren. Speckwürfel im Öl glasig dünsten und dann rausnehmen. Das habe ich hier schon gemacht. Jetzt Brüsseler im Specköl andämpfen. Den Speck wieder dazugeben. Würzen. Und ein bisschen Bouillon dran gießen. Dann zudeckt auf kleinem Feuer 20 Minuten fertig dämpfen. Nach der halben Garzeit können Sie zum Beispiel einen Löffel Pinienkern oder Kürbiskern übers Gericht streuen. Und schon ist unser pikantes Brüsseler Gemüse servierbereit. Ein Versuch lohnt sich, unser Rezeptstudio in der Coop-Zeitung. Ich wünsche einen guten. So, und jetzt danken wir fürs Zuschauen und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Vialone Risotto Reis statt 2 Franken nur 1,60. USA Vitamin Trockenreis statt 2,20 nur 1,80. 2 Paar Wienerli statt 2,60 nur 2,10. Tilsiter 1A per 100 Gramm nur 1,19. Coop Orange oder Coop Crepe 1 Liter statt 85 nur 65 Rappen. Und nun morgen, übermorgen und am Samstag eine Linzertorte statt 3,40 nur 2,80. Tarocco-Orange, 1 Kilo nur, 2 Franken. Auf Wiedersehen.